begrüße ganz herzlich zu unserem heutigen Futur 3 Abend im Schmälehaus. Freue mich, dass Sie trotz Weihnachtsmarkt hierher gekommen sind. Begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Professor Dr. Manfred Sommer, der an der Universität Kiel Philosophie unterrichtet hat. Entschuldigung, nur eine kleine Phase der Konzentration vor der, sagen wir, Performance. Meine Damen und Herren, Sie haben sich einen Philosophen zum Thema Phänomenologie des Sammelns und des Sammlers eingeladen. Das war noch dazu im Kontext einer unbekannten Zukunft ein äußerst kühner Schritt. Denn Sammeln ist gar kein philosophisches Thema. Weder bei Platon, noch bei Aristoteles, noch bei Hegel, noch bei Kant findet sich dazu etwas, an das sich anknüpfen ließe. Überdies handelt die philosophische Phänomenologie, der ich nahestehe, gar nicht von Wirklichkeiten, sondern von bloßen Möglichkeiten. Deshalb, meine Damen und Herren, ist der Faden, der mich mit dem Thema Sammeln verbindet, ganz, ganz dünn. Vor vielen Jahren hatte ich an der Universität Kiel eine Prüfung abzunehmen, in der es um die Frage ging, was sind Zahlen und wie kommen wir dazu, sie zu haben? Natürlich werden solche Prüfungen immer von einem anderen Professor protokolliert. In meinem Fall war das, wie der Zufall so spielt, eine Professorin der Romanistik. Nach der Prüfung sagte sie zu mir, manches habe sie soeben den Mustern nach an etwas erinnert, was zum Thema Sammeln gehöre. An der Ukbarian Academy of Science fände dazu in 2 Wochen eine kleine interdisziplinäre Tagung statt. Es wären neben ihr als Leiterin ein Ethnologe, ein Theologe, ein Vertreter der Vor- und Frühgeschichte, dann auch eine Kulturwissenschaftlerin und ein Kunsthistoriker dabei. Kurzum, meine Damen und Herren, mit dieser Akademietagung in Ukbar fing für mich alles an. Etliche Jahre später habe ich dann das Thema Sammeln streng systematisch und begriffsanalytisch und das heißt leider auch etwas langatmig und pedantisch bearbeitet. Deshalb habe ich mich bei der Vorbereitung meines heutigen Vortrags an diese Anfänge erinnert und noch einmal meine Notizen von dieser Tagung hervorgeholt. Deshalb, meine Damen und Herren, hoffe ich, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich mich entschlossen habe, meinen Vortrag als einen Bericht von dieser Tagung zu gestalten. Dem Programm zufolge, meine Damen und Herren, machte ein Ethnologe den Anfang. Als Vertreter einer Wissenschaft, die sich vor allem mit den Lebens- und Wirtschaftsformen fremder Kulturen beschäftigt, hatte er seinen Vortrag unter den Titel gestellt »Sammeln, Ökonomie und Sozialität«. Die ökonomische Tätigkeit des Sammelns sei ein wiederholtes Hingehen und Herholen. In viele Richtungen, sagte er, führten diese Herholschleifen vom Lager der Wildbeutergruppe weg und liefen nach einer Kehre auch sternförmig im Lager wieder zusammen. Dort verschwände das Mitgebrachte alsbald, denn das Gesammelte werde gemeinsam verzehrt, verbraucht, geopfert. Um Ihnen, meine Damen und Herren, phänomenologisch den Rahmen vor Augen zu führen, innerhalb dessen alles Sammeln stattfindet, schien es mir doch nicht unangemessen, auch den Gottesgelehrten hier zu Wort kommen zu lassen. Es ging ihm natürlich nicht um das materielle Zusammentragen von essbaren Dingen, sondern um Geistiges und dann auch Geistliches Sich-Sammeln, wie es den Gläubigen von Exerzitien und Meditationen her bekannt ist oder doch bekannt sein sollte. Nun ist ja Theologie zu einem wesentlichen Teil, später meinen zur Gänze, Rhetorik. Kein Wunder also, dass der Vortrag gemäß den Regeln der Beredsamkeit 5 Teile hatte. Zuerst ging es um das sich Konzentrieren des Sportlers vor einer geforderten Leistung.
Die Sinne, sagte der Theologe, zerstreuten uns. Das Schließen der Augen und die Ruhe des Publikums ließen den Sportler in seiner Mitte sich sammeln. Innerpsychisch werde dabei in der Fantasie die bevorstehende Bewegungsabfolge mehrmals durchlaufen. Am Ende der Konzentrationsphase, die der Sportler am Anfang braucht, am Ende der Phase der Konzentration, sei die Gesamtbewegung im Geiste komprimiert präsent. Dann könne es losgehen mit der Performance. Die innere Präsenz werde so zur äußeren Präsentation, zur Darbietung und Darstellung der sportlichen Leistung vor den Augen der Zuschauer. Aus der nachfolgenden Diskussion erwähne ich nur einen einzigen Punkt. Es wurde das Sammeln, das sportlich zur Performance und religiös zur Applikatio führe, verglichen mit dem, was der Kunstsammler tut. Es wurde gefragt, ob es nicht eine wesentliche Beziehung gäbe zwischen jeglicher Art des Sammelns und einem Zeigen, Vorführen, Sehen lassen. Ob nicht jede Art von Collectio übergehen müsse in irgendeine Form der Expositio, in Vorführung oder Darstellung oder Ausstellung. Es sprach ein junger Forscher der Vor- und Frühgeschichte. Ein doppelter Impuls werde vom Anblick eines sehenswerten Objektes ausgelöst. Erstens, es aufzubewahren, um es, wenn nicht immer, so doch immer wieder anschauen zu können. Dazu könne man es entweder stets mit sich führen oder aber bei sich zu Hause deponieren. Wer eine solche Sache sichtbar mit sich führe oder an sich trage, dem werde sie zum Schmuck. Wer mehrfach solche Objekte suche, mitnehme und bei sich aufbewahre, der sei schon ein Sammler. Der zweite Impuls, sagte er, richte sich auf die Herstellung visueller Intersubjektivität. Wer etwas Sehenswertes sieht, wolle, dass auch andere es sehen, es mit ihm sehen. Darin, sagte der Referent, bringe sich die Natur der Sache selbst zur Geltung. Sei sie nämlich wunderlich oder schön genug, dann wolle sie auch gesehen, betrachtet, bewundert werden. Für immer im Verborgenen gehalten zu werden, würde ihr selbst zu innerst widersprechen. Das Anschauungsobjekt, sagte er, dringe von sich aus auf Exposition. Es sei grundsätzlich schon ein Ausstellungsstück. Bevor es mit dem vierten Vortrag losgeht, kam, kaum zu glauben, nochmal der Ethnologe auf mich zu, um sich zu verabschieden. Er müsse jetzt los, sagte er. Das Weitere entgehe ihm zwar, aber er verpasse trotzdem nichts. Als Geübter zu spät komme, sagte er, habe er ja schon den Grenzwert erreicht. Das Äußerste, was da möglich ist, er könne zu einem Vortrag, von dem er gar nichts mehr mitbekommen habe, dennoch den Inhalt rekonstruieren. Dann fügte er noch hinzu, ein nicht gehörter Vortrag und ein gar nicht gehaltener Vortrag, das laufe für ihn auch auf dasselbe hinaus. Deshalb könne er sogar von nie gehaltenen Vorträgen wissen, was in ihnen hätte gesagt werden müssen, wenn sie gehalten worden wären. Sogar ganze Tagungen, sagte er, mit all ihren Vorträgen, sagte er, ganze Tagungen also, brauchten nicht einmal mehr stattzufinden. Und dennoch könne man wissen, ja sogar berichten,
was auf ihnen vorgetragen worden wäre, wenn sie stattgefunden hätten. Dann verschwand er. Eine theoretisch versierte Kulturwissenschaftlerin sprach. Und ich erwähne dieses vor allem deshalb, weil sie präziser zu fassen wusste, was der Ethnologe mit dem ökonomischen Sammeln meinte, präziser als ich es bei meiner nachträglichen Rekonstruktion zustande gebracht hatte. Und sie setzte diesem wildbeuterischen Sammeln das ästhetische Sammeln gegenüber. Mir war da sofort klar, dass dieses doch die bessere terminologische Fassung sein müsste. Sie zitierte am Anfang eine Stelle aus dem Markus-Evangelium, wo es heißt, Johannes der Täufer habe sich in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Heuschrecken, so malte sie das weiter aus, möge es wohl in der Wüste zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Menge gegeben haben. Gut für den Täufer und seinesgleichen, wenn immer genügend da seien. Er lebe bequem von der Hand in den Mund. Das Nehmen gehe unmittelbar ins Verzehren über. Etwas verzehren heiße indes immer, es zum Verschwinden zu bringen. Daher sei das ökonomische Sammeln als zwischenzeitliches Aufbewahren lediglich ein Hinausschieben des Verzehrs und somit eine Verzögerung des Verschwindens. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Gegensatz. Es gäbe, sagte die Vortragende, in der Wüste, obgleich noch nicht zu biblischen Zeiten, auch noch einen ganz anderen Heuschreckensammler. Er verhält sich ganz anders. Er greife nicht mit der Hand grob zu, sondern habe ein feinmaschiges Netz dabei. Das darin gesammelte Insekt esse er nicht, sondern töte es vorsichtig mit einer chemischen Substanz. Das Fazit, mit dem sie schloss, lautete: Der Täufer sammle ökonomisch, der Forscher ästhetisch. Wer hungrig ist, konsumiere das Gesammelte. Wer sehen will, konserviere das Gesammelte und halte es für jederzeitige Anschauung bereit. So stünden einander gegenüber, dort die Ökonomie des Verschwindens, hier die Ästhetik des Bewahrens. Nun aber, meine Damen und Herren, zum nächsten und letzten möglichen Vortrag. Ich habe ja gesagt, Phänomenologie hat es nicht mit der Wirklichkeit, sondern mit bloßen Möglichkeiten zu tun. Dem Vortrag des Kunsthistorikers. Er begann mit einer Beobachtung an unserem Sprachgebrauch. Wenn wir im Alltag einfach so von einem Künstler sprechen, dann dächten wir zunächst an einen bildenden Künstler. Und ähnlich, wenn wir von einem Sammler sprechen, und zwar ohne Zusätze und Erläuterungen, dann meinen wir zunächst einmal den Kunstsammler. Beides sei kein Zufall. Der Grund dafür, sagte er, werde erkennbar, wenn wir darauf achteten, wodurch sich die Werke der bildenden Kunst von allen anderen sammelbaren und sehenswerten Gegenständen unterscheiden. In der natürlich vorhandenen und von Menschenhand geschaffenen Wirklichkeit gäbe es vieles, was wir, um es immer wieder anschauen zu können, zusammentragen und aufbewahren. Er schließe sich gern, sagte der Kunsthistoriker, dem Vorschlag seiner Vorrednerin an und nenne dieses die ästhetische Art des Sammelns. Doch deren Höchstform sehe man erst, wenn man rein ästhetische Objekte betrachte. Mit rein ästhetischen Objekten meine er diejenigen sehenswerten Gegenstände, die ausschließlich zum Zwecke lustvollen Anschauens hervorgebracht worden seien. Dass diese rein ästhetischen Objekte sehenswert sind,
ist dann nicht eine Eigenschaft, die Ihnen unter anderem auch zukäme, so wie es Heuschrecken oder Briefmarken oder Münzen geben mag, die den einen oder die andere begeistern. Nein, sagte er, nun gehe es um Objekte, die nichts als sehenswert sein wollen und sollten und die anderes nur notgedrungen mit in Kauf nehmen und die es überhaupt nur gibt, weil sie so sind. Dass Künstler in unserer Kultur derlei produzieren, das beruhe natürlich auf der erst in der Moderne ausgebildeten Differenz zwischen künstlichen und künstlerischen Gegenständen. Solche rein ästhetischen Objekte würden gerne auch der autonomen Kunst zugerechnet, sagte sie. Ja, dieser letzte Vortrag endete dann mit einem Blick auf die Möglichkeit, Kunstwerke dennoch auch auf ökonomische Art zu sammeln. Jede Verkaufsgalerie, sagte der Kunsthistoriker, sei eine ökonomische Kunstsammlung. Zwar fänden auch dort die Werke nur Eingang, weil sie mit Lust betrachtet werden könnten, dennoch würden sie dort nicht deshalb präsent gehalten, damit sie derart betrachtet werden. Weder der ästhetische Genuss dieser Objekte noch deren dauerhafte Anwesenheit sei im Sinne einer Galerie. Im Gegenteil, Besucher, die nur anschauen wollen und Bilder, die nie weggehen, seien dem Händler auf die Dauer lästig, sie seien geradezu systemwidrig. Damit, meine Damen und Herren, wäre diese interdisziplinäre Tagung, wenn sie je stattgefunden hätte, auch zu Ende gewesen. Und ich hätte am Ende dieser Tagung geschlossen mit genau den Worten, mit denen ich jetzt, wo Sie wirklich anwesend sind, auch schließe. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus